Hallo, herzlich willkommen an dem Ort, wo ich mich in letzter Zeit sehr oft aufhalte, in meiner Küche. Ja, so ist es. Ja, ich bin jetzt am 8. oder 9. Tag meiner Reise zum Wohlfühlgewicht angelangt. Ich muss sagen, es geht mir so gut wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich hätte mir nicht gedacht, dass die Umstellung so schnell vonstatten geht. Da bin ich wirklich verblüfft. Das hat mich total überrascht. Der Gedanke, dass ich jetzt kein Brot essen darf, hat mich am Anfang ein bisschen erschreckt, aber die Gerichte schmecken toll. Ich habe keinen Hunger mehr und auch kein Verlangen nach Zucker. Ja, es ist schon so, man stellt sich halt dreimal am Tag in die Küche und kocht sich was, aber zum einen steigt das Wohlbefinden, man tut sich ja selbst was Gutes und gesund ist obendrein. Also, ich bin es mir wert. Und du? Es ist was passiert. In meinem Auto habe ich eine Tüte Schokodrops gefunden. Eine halbe, okay. Und dann habe ich gesündigt. Aber hey, was soll ich sagen? Es war geil, ich habe es genossen. Und wenn man dank den Tipps der Atemleser innerhalb von 4 Wochen 8 Kilo abnimmt, dann darf so eine Sünde schon mal drin sein. Mir geht's super. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ich kann es nur empfehlen. Ich werde versuchen, standhaft zu bleiben und eine kleine Sünde hier und da wird auf alle Fälle klappen. Es geht weiter. Bis dann. Ciao. Ich wünsche euch alle zusammen einen wunderschönen guten Morgen. Heute mal mit einer Videobotschaft von zu Hause. Was gibt's zu erzählen? Ich mache jetzt Metabolic Coaching seit 2 Wochen. Gestartet mit einer 3-Tage-Suppenausleitung. Was zu dem Ergebnis geführt hat, für mich unglaublich, nachdem ich ja ganz erschreckende erste Werte gehabt habe, nämlich Fettverbrennung 0%. Das ist ja nicht nur nicht lustig, sondern auch gesundheitlich relativ bedenklich. Was soll ich sagen? Ich war letzte Woche bei der weiteren Messung. Es gibt immer wieder so Kontrollmessungen, die ich extrem gut halte. Und ja, bei mir purzelt langsam die Pfunde. Wie gesagt, seit 2 Wochen mache ich das jetzt und ich habe mich gerade gemessen und habe 4,5 Kilo. Ist natürlich schon noch ein Weg zu gehen, aber hallo, fürs erste Mal oder für 2 Wochen finde ich das ganz schön beachtlich. Zumal muss man bedenken, ich habe keinen Hunger. Ganz im Gegenteil, ich lasse des Öfteren Mahlzeiten auch stehen, insbesondere abends, weil ich von Nachmittag von meinem leckeren Müsli dann so satt bin, dass ich gar nicht mehr viel brauche. Natürlich wird es Weihnachten mit Sicherheit einen Cheat Day geben, zumal wir einmal zum Wellnessen fahren und einmal zum Enteessen eingeladen sind. Aber nachdem es jetzt wirklich so toll geht, bin ich auch da guter Dinge. So gesehen würde es mich echt freuen, wenn ihr euch auch aufraffen würdet und das bloß mal testen, an was wirklich liegt. Nochmal, ich war so verzweifelt und habe gedacht, ich mache doch jetzt Sport, ich esse doch jetzt schon wieder normal und es geht nichts. Naja, vielleicht ist es bei euch genauso wie bei mir. Also macht es gut. Jetzt bin ich es nochmal. Bin doch ein Rüpel. Jetzt habe ich ganz vergessen, euch allen ganz tolle Weihnachten zu wünschen. Kommt gut ins neue Jahr und auf das eure Wünsche oder viele davon, weil alle, das wären ja viel zu langweilig, dass viele Wünsche von euch in Erfüllung gehen. Bleibt mal gesund und bis zum nächsten Mal.